Ich will ja nur sagen, das ist dein Geld von deiner harten Arbeit, nicht meiner. Männer sind so albern, wenn es um Geld geht. Deswegen haben wir so viele Kriege. Du möchtest deine Beute voller Blut und Schweiß. Nur so kannst du sie genießen. Okay, na toll. Bin ich jetzt Attila der Hunnenkönig? Ja, ein bisschen schon. Ich bin ein bisschen wie Attila der Hunnenkönig. Klasse. Ah, das ist sweet. Ich habe mit dem Trainer gesprochen, der mit Catherine Frank geschlafen hat. Er war nicht in der Stadt, als Lauren verschwunden ist. Und er ist noch weg. Er ist also kein Komplize. Und sie ist keine Verdächtige. Nicht so schnell. Sieh dir das an. Was haben wir hier? Entführung und Lösegeldversicherung. Sie hat tatsächlich für alles eine Versicherung abgeschlossen. Ja, und sie entführt Lauren. Die Dinge laufen falsch. Sie versucht irgendwie an das Geld zu kommen. Booth? Die SMS ist vom Telefon des Opfers geschickt worden und das befindet sich immer noch in dem Haus. Die Lösegeldtexte wurden von Laurens Handy geschickt, das noch im Haus ist. In der Ostseite des Hauses, um genau zu sein. Ruf mich an, wenn du da bist und ich sag dir, wo du es finden kannst. Ich brauche das Telefon, um die anderen Informationen zu kriegen, die es enthält. Gut, wir sind auf